herzlich willkommen zu Emergency 5 und der Biberfelder Next Generation Modifikation hier in einem neuen Video. Mich hat die Lust gepackt tatsächlich, ich habe es ja bis auf das letzte Video, was jetzt vor ein paar Tagen wahrscheinlich rauskam, habe ich das Spiel bzw. diese Modifikation ja ewig nicht angefasst und jetzt hat mich tatsächlich mal die Lust gepackt und das muss man natürlich ausnutzen. Ne? Da müssen wir doch direkt hier einige Videos aufnehmen, bevor die Motivation, da was zu machen, wieder vorbei ist. Ich habe immer noch keinen Überblick über die ganzen Einheiten, aber mir wurde wohl eine Eselsbrücke vorsichtig gesagt beigebracht oder wie auch immer wurde mir gesagt. Und zwar alles, was die 2 betrifft, also RD2, Pol2, BF2 befindet sich wo auf der rechten Seite, alles was die 1 betrifft, RD1, BF1, Pol1 befindet sich auf der linken Seite. Ob das jetzt wirklich stimmt, keine Ahnung, das probieren wir jetzt aus. Und deshalb würde ich sagen, alarmiere ich jetzt einfach mal einen RTW. Ja, richtig, einen RTW der Wache, RD-Wache 2 hier hin und das müsste ja dann irgendwo hier oben, ne? Korrektus? Ah ja, tatsächlich. Ah, das ist ja cool. Okay, das ist dann doch tatsächlich relativ leicht zu merken. Macht's ja dann doch schon etwas einfacher. Ist jetzt nur eine betrunkene Person, deshalb würde ich da auch erstmal nur mit einem RTW hinfahren. Interessant ist auch, dass die Person anscheinend den Verkehr mit beeinflusst. Oder der Autofahrer hier hat vielleicht gemeldet und fährt jetzt nicht an die Seite, sodass alle anderen auch dahinter stehen bleiben müssen. Das kann natürlich sein. Allerdings glaube ich, dass das nicht so gewollt ist. Hier ganz wichtig, dieser LKW. Der muss natürlich fahren. So. RCB ist auf dem Weg. Wir hätten jetzt hier auch direkt eigentlich... Oh, guck mal hier, was staut's? Achso. Ich wollte gerade sagen, was staut sich denn hier so extrem, aber... Staut sich nicht, ist halt eine Ampel. Interessant ist auch, dass die ganzen Pull-Fahrzeuge, beziehungsweise ich glaube allgemein alle Fahrzeuge, ne? Wie sieht's denn bei der... Ah jo, die stehen alle mit Licht in der Halle, ist ja interessant. Kennt man normalerweise nur aus Emergency 4. Aber das gibt's anscheinend auch hier in EM5, dass die Fahrzeuge dauerhaft das Licht anhaben. Oh, der RCW hat ja auch ein ganz furchtbares Horn. Leute. Sollte doch das Pressluft nehmen, was er da schöne vorne drauf hat. So. Dann holen wir uns wieder alles mal raus. Versorgen die Person direkt. Ernsthaft? Ich brauche wirklich... Wirklich jetzt hier auch noch ein NEF? Das ist ja blöd. Betrunkene Person. Ich hatte gedacht, dass vielleicht der RCW das allein hinbekommt, aber habe ich anscheinend falsch gedacht. Na gut, dann alarmieren wir den mal noch nach. Und wir spulen natürlich aber mal ein bisschen vor. Wir könnten zwar... Ich hab mich gerade gewundert, was hier so blubbert, aber das ist ja wieder die... Ja, ich sag mal das Hotel, der kleine Park hier, wie auch immer. Was ist denn mit dir verkehrt, Alter? Aber sonst alles gut, ne? So, da kommt das NEF. Hoffentlich. So, dann einmal absitzen. Einmal mit... Ach, machst du schon. Perfekt. So. Dann können wir die Person doch direkt mal behandeln. Nächstes Thema habe ich ja ganz vergessen, ne? Ich habe endlich die 4000 Abos auf YouTube geknackt. Sehr, sehr krass. Vielen Dank erstmal dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich da nochmal ein gesondertes Video dazu mache, weil ich wüsste gar nicht, was ich dazu machen soll. Ich hatte zwar mal dieses, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dieses Project 2000, also Projekt 2000. Das war halt so ein bisschen aus Emergency 4, so ein paar Szenen zusammengeschnitten mit einer bisschen Musik hinterlegt. Also war eigentlich auch nichts Besonderes, super aufwendig für EM4-Verhältnisse. Weil die Szenen in EM4 zu drehen ist anstrengend gewesen. Aber
Das hatte ich ja mal, ob ich jetzt sowas nochmal machen, das finde ich blöd. Und deshalb weiß ich noch nicht, ob es irgendwas gibt. Vielleicht gibt es noch so einen kleinen Special Livestream. Vielleicht gibt es überhaupt mal wieder einen Livestream. Ne? Das ist ja absolut eingeschlafen. Aber solche Dinger wie 12 Stunden oder so, das packe ich einfach nicht. Ne? Da kacke ich zwischendurch ab. Aber vielleicht kann man irgendwie mal wieder einen etwas längeren Stream als kleines Highlight machen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn es natürlich in meiner Macht steht und ich kann es umsetzen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein, tatsächlich. Also ich beantworte eigentlich fast alles, es sei denn, es ist absoluter Müll, dann muss ich sagen, lasse ich es auch einfach mal so stehen. Aber grundsätzlich antworte ich eigentlich auf alles und ich denke, wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie ruhig rein und dann schauen wir mal, ob ich das umsetzen kann, ob das irgendwie möglich ist oder ob das absolut außerhalb ja, meiner Möglichkeiten liegt. Ich hätte ja ganz gern mal ein Feuer. Und zwar. Ne, Nutzfeuer ist ja langweilig. Kann man nicht. Nee, hier kann man leider auch nichts. Ich suche gerade die ganze Zeit, ne? Ach, das war doch ja, ne? Events. Könnte ein Nutzfeuer. Demonstration ist auch nicht so geil, Geiselnahme, habe ich eigentlich auch keinen Bock. Man könnte zwar hier sowas mal. In einem mehrstöckigen Gebäude ist es zu einem Großbrand gekommen. Es Oh, wurden das Mitarbeiter funktioniert sogar. eingeschlossen und es gab Oh. Meldungen zu verletzten Personen. Das ist ja krass. Löschen Sie die Brände und retten Sie die Okay, eingeschlossenen die Personen. FF3 ist jetzt hier relativ in der Nähe, deshalb alarmiere ich die als erstes. Und zwar im Vollalarm. Dann möchte ich von der BF1. Ein Edelweh. Das HLF20. Die DLK. Noch ein HLF. Und einfach, weil es geht, noch ein TLF mit haben. Zudem möchte ich ganz gerne Rettungsdienst von der Wache. Von der RD-Wache 2. Wollte ich jetzt. Ach ne, geht ja nicht. Der ist schon raus, ne? Hier zumindest mal. Meinetwegen einen kleinen Brandschutz-RTW, der Rest kommt von der Rettungswache 1. Und dann hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mal noch zwei Streifenwagen. Einmal hier. Ach, halt, stopp, den haben wir ja schon. Hallo? Ah, da ist er. Hallo? Okay, perfekt. Was kommt da angefahren? Ach schon, der RTB. Das ist ja zügig, der Kollege. Da ist das 16 TS. Das ist der ELW. Das ist das LF20. Dort könnt ihr euch direkt mit PA ausrüsten. Selbes Spiel bitte bei den beiden HLFs, der BF. Hier. Brennt schon böse, ne? Mal gucken, ob wir die Drehleiter irgendwie einsetzen können. So, das Ding ist, Wasserversorgung könnte hier eine interessante Geschichte werden, aber wir schauen erstmal, ne? So, dann hier einmal bitte die Pumpe starten. Hier hätte ich ganz gerne, dass sie mir eine Leitung aufbaut. Das Personal vom 16 TS. Da hätte ich ganz gerne auch wieder zwei Leute unter PA. Denn dann könnt ihr mir tatsächlich. Die Person dort mal rausholen. Wie gesagt, Wasserversorgung müssen wir jetzt erstmal schauen. Sehe ich nämlich grundsätzlich erstmal nicht. Ja, gut, hier illegales Nutzfeuer. Wo ist denn das? Ja, gut, das kann mal. Ach komm, das lassen wir die Firma fahren. Meine Güte.
Genau, die Wache 4 mit dem LF-10. Dürfte sich sowieso nicht ausbreiten. So, jetzt müssen wir ja erstmal alle Personen rausholen. Dann könnt ihr euch direkt schon mal mit dem Strahlrohr ausrüsten. Und wir haben ja anscheinend mal wieder einige, die ja... Oh, Alter, haben wir wieder. So, wir haben... Okay, wir haben drei Leute, die hier weggeholt werden müssen. So, da ist auch das TLF angekommen. Dann bringen wir euch gleich weg. Die Besatzung bzw. die Jungs mit den Hohlstrahlrohren können hier schon mal rangehen. Okay. Einmal hier hin. Dann schauen wir mal, ob wir mit der Drehleiter hier arbeiten können. Nein, das geht leider nicht so richtig. Vielleicht auch ein bisschen näher rangehen. Ah ja, da funktioniert es, okay. Wie gesagt, Drehleiter ist halt immer noch ein kleines Problem. So, jetzt kümmern wir uns hier mal um die Wasserversorgung. Wie sieht es denn aus? Holen wir einen Standrohr und dann müssen wir mal schauen, ob man hier irgendwo, ob ich was übersehen habe. Oder ob ich tatsächlich... Ich müsste tatsächlich von hier ganz vorne legen, ne? Aber gut, ne, da können wir mal oben die Schlauchleitung legen. Sollte funktionieren. Wir gehen hier im Monitorbetrieb mit dem TLF noch mit drauf. Die Leiter hält ja auch mit drauf. So, Besatzung vom... Ach, ist schon aus, ne? Okay, es ging relativ zügig tatsächlich. Da brauchen wir jetzt hier gar nicht groß weiter aufbauen. Das hat auch so ein Ding in EM5, die Brände sind relativ zügig gelöscht. Das muss man einfach mal dazu sagen. Na Jungs, ihr habt euch da ein bisschen vertan mit eurer... Ich höre die Wache 4. Vielleicht hätte ich da eher das 2er HLF nehmen sollen. Aber gut, so ist das halt. Wir befragen mal hier die Leute. Was denn hier schon wieder los ist? So, hier wird fleißig... Oh, hier müssen wir vielleicht mal... Ja, ich arbeite dran. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren RTW hier. Haben wir auf der 1 noch was stehen? Jawohl, wir haben doch hier noch den Kollegen. So, zack. Den lassen wir jetzt mal noch mit anfahren. Hier wird noch fleißig gelöscht. Da hätte ich ganz gerne mal, dass ihr oder einer von euch mit hier vorgeht. Schlauchleitungen sind zum Glück relativ lang. Da können wir vernünftig arbeiten und macht hier das illegale Feuer, ne? Das dürfte doch... Ja, es brennt, es knackert schön vor sich hin. Dann fahren wir mal... Fahren wir hier hinten rein? Ne, fahren wir nicht. Wir machen so und wir machen so. Und dann dürft ihr einmal absitzen und wir bauen hier eine ordentliche Wasserversorgung auf. Ich würde sagen... Auch direkt mit einem Standrohr setzen, weil mit den 1000 Litern oder was hier drin ist, 1000 Liter, ja, kommen wir nicht allzu weit. Ich bin jetzt auch mit Absicht nicht auf die SAE gegangen, weil das hätte einfach wieder zu lange gedauert, ne? Brennt ja doch ganz schön ein Stückchen hier. Und jetzt muss ich mir auch langsam ein bisschen beeilen, dass es nicht auf das Gebäude übergreift. Das wäre natürlich tendenziell echt schlecht. So, Hydrant gibt's nicht. Ernsthaft jetzt? Hier vorne?
Alter, Alter, ist aber schon weit, ne? Ja gut, ist möglich, aber hätte ich ja so gar keinen Bock drauf. Na gut, dann. Ach so, halt, stopp. Dann müssen wir wirklich erstmal Tankbetrieb fahren. So, dann macht mal, Jungs. Was macht hier das Feuer? Das Feuer. Also, irgendwer löscht da noch. Es dürfte doch mittlerweile aus sein. Ja, ist es auch okay. So, dann können wir die erste Person sicherlich schon mal abtransportieren. Und der Notarzt kann sich direkt um den nächsten kümmern. In der Zwischenzeit können wir eigentlich. Können wir hier einfach Q drücken? Ging das? Ja, ne, die bauen dann automatisch. Ja, die bauen automatisch ab, genau das ging. Okay, wir können eigentlich soweit die Feuerwehrkräfte. Erstmal einrücken lassen. Sind jetzt nicht mal vonnöten. Ist interessant auch, dass der Hydrant hier so mitten im Parkstreifen ist. Oder am Straßenrand. So, dann nehmen wir hier einmal die Person auf. Ich könnte auch mal wieder Wuppertal spielen, ne? Aber Wuppertal möchte ich ja ganz gerne. Das war gerade übrigens ein EM4 Easter Egg, ne? Gibt's auch in Emergency 4. Wuppertal, wie gesagt, würde ich. Boah, ein bisschen ausgeartet, die Geschichte, ne? Wie könnte denn das passieren? Okay, pass auf, ich möchte von der BF2. Was haben wir denn da? HLF, DLK. Ja, mal das HLF noch mit dazu haben. So vorsichtshalber, ist ja doch ein bisschen größer geworden, die ganze Geschichte. Ist allerdings nicht das Ding, wir könnten doch zumindest mal noch ihn mit PA ausrüsten und dann mit vorne an den Rand, an den Verteiler gehen lassen. Ich habe doch gesagt, dass das Feuer übergreift. Wir haben auch hier nebenbei noch einen Pkw-Brand, also wir brauchen schon. Ist doch ganz gut, dass wir die BF2 noch mitholen. Okay, pass auf, aber die BF2 mit dem HLF. Die, wo ist denn die jetzt? TLF, HLF, ja. Ach so, das ist ja schon alarmiert. Ja. Kollegen, wie gesagt, ihr könnt euch direkt mit PA ausrüsten, aber ich möchte ganz gerne, dass ihr. So anfahrt. Vielleicht brauchen wir euch gar nicht, aber sicher ist sicher. Brennt ihr noch was? Nee. Ach, guck mal, jetzt ist fertig mit Abbauen, die Wache 3. Okay. Ich würde gerade sagen, kommt aber schon noch klar irgendwann, ne? Was macht das Nutzfeuer? Ah, gut, ist doch aus, also die hätten wir dann doch nicht mehr gebraucht. Aber gut, besser man hat, als man hätte. Habe ich doch den Tag von einer ansässigen Feuerwehr bei mir in der Nähe ein Bild gesehen, von schräg oben.
Und da war der Einsatz war nur eine Tragehilfe, also nichts Wildes. Aber da die RTWs bei mir in der Nähe auch gelb waren, so gelb-orange Design und meistens auch AT3 vorrangig sind oder vorhanden sind, sah das wirklich wie ein Emergency 5 Screenshot aus tatsächlich. Also das war wirklich so von schräg oben, sag ich mal, ein bisschen heran so natürlich, ne? Und dann stand da noch der RTW und das sah echt fast aus wie Emergency 5. Richtig krass. Also man merkt, ich spiele vielleicht doch zu viel Emergency, dass ich da sowas schon sehe, aber gut, kann man machen. So, dann können wir auch die Pool hier abrücken lassen. Das ist soweit abgearbeitet. Patienten sind weg. Feuerwehr ist eingerückt, beziehungsweise rückt gerade noch ein. Das Nutzfeuer ist auch soweit durch. Die Wache 4 hat eigentlich ein schönes kleines LF, ne? Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Schön mit der Z-Cap hier. Atego Euro 6, also ein bisschen was Modernes, auch ein vernünftiges Fahrzeug, so soll das sein. So. Dann warten wir mal noch ab, was noch so als Einsatz reinkommen könnte. Ich würde es natürlich videolängentechnisch nicht in die ja, übertreiben, aber ein kleiner Einsatz könnte ruhig noch reinkommen. Hätte ich absolut nichts dagegen. Was war das denn gerade? War das der ELW? Ja, aber nur was bist du denn überhaupt? Ach, das ist 1110, okay. Ist auch krass. Die Lichteffekte sehen ja richtig gut aus, ne? Was halt noch cool wäre, wären so Bahnverkehr. Also wenn die nicht nur rumstehen würden, sondern wirklich fahren. Das wäre richtig krass. Aber ich glaube, dann wäre die Performance einfach nur absolut im Keller. Wobei ich sagen muss, es ist ja mittlerweile so, dass ein EM5, klar, allein weil es viel, viel neuer ist und modernere Hardware vielleicht besser klarkommt, aber läuft ja zum Teil auf manchen PCs echt besser als EM4, ne? Mit Mods, das ist schon krass eigentlich. So, dann ist auch das Fahrzeug abgeschleppt. Ah, jetzt zieht langsam ein kleiner Sturm hier rein. Schauen wir mal, ob das irgendwie letztendlich Einfluss irgendwie hat, ob wir vielleicht mal einen Sturmeinsatz reinkommen. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber wir fahren natürlich schnell mal mit dem HLF hier hin. Guck mal hier. Nächstes Easter gefunden, das ist die Schule aus BFE. Also aus EM4 BFE. Kommt zumindest sehr nah ran. Auch so vom Gebäudeaufbau. Gut, der Anbau ist ja das Neue. Aber so ähnlich kommt das doch zumindest schon mal ran. Ja, die Map finde ich ja nach wie vor sehr, sehr krass. Also die ist richtig gut gelungen. Such die ganze Zeit, ob ich den Schrottplatz nochmal finde. Ah, hier, die Kirche gibt es auch wieder. Diesmal nur tausendmal größer gefühlt. Auf dem Schrottplatz ist nämlich. Ach nein. Ach nein, das Bad gibt es ja auch. Das hab ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Wo ist Carsten? Ja, ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen. Euch geht's gut, ja? Oh nein, die Mod ist abgestürzt. Oh, Kacke. Egal, das Video ist 24 Minuten lang. Der letzte Einsatz wurde mir leider verwehrt. Aber interessant, dass es auch das Bad wieder gibt. Ich habe zwar Carsten Stein noch nicht gesehen, ich hoffe, der kommt noch. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ich hoffe natürlich, dass die Mod noch ein bisschen belebter wird. Denn aktuell wirkt alles ein bisschen statisch. Die Map ist wunderschön, unglaublich detailreich, unglaublich riesig. Also das ist echt Wahnsinn. Aber halt sehr, sehr leer. Ich kann verstehen, warum das jetzt so gemacht wurde, weil wegen Performance und allem so. Aber ich hoffe, dass das dann irgendwann, wenn wir so in Richtung finale Version gehen, das dauert natürlich noch, keine Frage, dass dann da etwas mehr auf der Map los sein wird. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, euch hat das Video jetzt hier gefallen und ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.